Ja, wie bekannt wird, gelangen seit Anfang der Woche mehrere Bombendrohungen an Bildungseinrichtungen überall in Österreich. Mit Wien, Burgenland, Tirol und der Steiermark sind gleich 4 Bundesländer betroffen. Und weil allesamt nach dem gleichen Muster ablaufen, geht man auch von einem Einzeltäter aus. Allerdings kann man nicht ausschließen zur Stunde, dass es möglicherweise auch mehrere Täter sind. Denn noch tappt man hier völlig im Dunkeln, wer das Ganze macht. Nun, bereits am Montag ist es so, dass in Wien 3 Bildungseinrichtungen betroffen sind, wie die Exekutive verlautbart. Allerdings hat sie nicht viel bekannt gegeben. Sie hat zum Beispiel nicht gesagt, welche Gebäude genau betroffen sind. Nur die Bezirke, nur die ganz grob die Örtlichkeiten, nämlich Wien-Innenstadt, Donaustadt und Wien-Landstraße. Ja, und am nächsten Tag, am Dienstag gleich darauf, folgen die nächsten Bombendrohungen per E-Mail, wie übrigens bei all diesen Fällen. Dieses Mal ist es so, dass in Eisenstadt die landwirtschaftliche Fachschule angedroht wird zu sprengen und in Tirol die Bildungsdirektion. Die Mails sind übrigens nicht bei den Schulen direkt eingegangen, sondern bei den Landesregierungen einerseits und andererseits bei den Sicherheitsbehörden selbst. Und da hat man die Drohungen sehr ernst genommen, hat gleich einmal diese Einrichtungen evakuiert, hat alle Leute in Sicherheit gebracht, hat dann mit Spürhunden und Hightech-Geräten die ganzen Einrichtungen durchsucht, konnte jedoch nichts Gefährliches finden, weshalb man dann schon etwas beruhigt war. Allerdings hat man nicht damit gerechnet, dass bereits heute, also wieder am nächsten Tag, noch einmal es zu Bombendrohungen kommt. Diesmal trifft es die Steiermark und Tirol, wo in beiden Bundesländern abermals die Bildungsdirektionen betroffen sind. Und auch hier hat die Exekutive die Gebäude durchsucht, konnte abermals keine Sprengstoffe oder Ähnliches finden, weshalb man mittlerweile zumindest nur mehr von einer geringen Gefährdungslage ausgeht. Deswegen ist es auch hier zu keinen Evakuierungen gekommen. Und die Taktik, die die Polizei hier verfolgt, ist wohl die, das hat sie auch selbst gesagt, dass sie die Vorfälle nicht größer machen wolle, als sie wirklich seien, also gefährlicher darstellen wolle, um hier nicht Nachahmer zu provozieren. Und das ist ja gar nichts völlig Abwegiges, denn ich erinnere daran, dass ja erst vor ganz kurzem wir etliche Bombendrohungen hatten gegen Bahnhöfe, die ja ganz Österreich in Atem gehalten haben. Letztlich konnte dann ja der 20-jährige Mann in der Schweiz festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.